Vor einer Woche habe ich hier zum letzten Mal mein Studio gezeigt. Mein Zimmer, in dem ich für Jahre gelebt und eben auch aufgenommen habe. Und jetzt, eine Woche später und einen langen, langen Umzug später, und der ist immer noch nicht komplett durch, sind wir im neuen Studio angekommen. Und ich würde sagen, ich werde es gar nicht so lange hinauszögern. Lassen wir den Vorhang fallen und schauen uns das neue Studio an. Ich habe euch jetzt bewusst erstmal nur einen Teil des Kreativraums gezeigt, weil an dem anderen Part müssen wir noch arbeiten. Hier stehen noch Kartons, hier stehen noch unordentliche Sachen, das muss irgendwie noch alles eingeräumt und geordnet werden. Vor allem allerdings, es halt noch ein bisschen, das werdet ihr auch schon gemerkt haben, ich arbeite noch ein bisschen dran. Dazu kommt, dass hier direkt neben dem Zimmer auch noch eine Hauptstraße ist, das heißt, es könnte sein, dass ihr zwischendurch vielleicht das ein oder andere Auto hört. Und damit, meine lieben Bricksies, ein herzliches Willkommen zu einem der chaotischsten LEGO Star Wars Magazine aller Zeiten. Das LEGO Star Wars Magazin Nummer 97 ist erschienen am 17. Juni 2023 und kommt für 5,99 €. Ein Preispunkt, der ja natürlich nicht komplett normal für diese LEGO Star Wars Magazine ist, aber dafür bekommen wir ja auch was, nämlich drei komplette Extras. Einmal ein Scout Trooper als LEGO Minifigur, wie cool ist das denn bitte? Eine limitierte Karte von Grogu, über die reden wir gleich noch, und ein Booster mit sechs Karten. Und zwar von der neuen LEGO Star Wars Trading Card Serie 4. Die neue Serie ist raus. Wir hatten ja schon drei von den Kartenserien. Ich habe die hier alle mal rausgekramt, damit wir die irgendwie gleich mal nebeneinander halten können. Gucken wir uns alles gleich noch im Detail an. Vor allem möchte ich aber heute eben über diese beiden Extras reden, weil die sich so ein bisschen kontradikten. Anschauen wollen wir uns natürlich das Heft an sich, die Minifigur im ganz Speziellen und natürlich auch das Trading Card Pack. Wobei ich echt sagen muss, dass ich mich, glaube ich, auf das hier am meisten freue, weil die Karten hier, die sind der absolute Wahnsinn. Alles, was ich bisher online davon gesehen habe, die sehen einfach mega, mega cool aus. Und ich will dazu sagen, ich werde hier noch mehr davon vorstellen, denn Blue Ocean hat sich mal wieder bei mir gemeldet und gefragt, ob ich Lust hätte, die vorzustellen. Und ich habe natürlich ja gesagt. Wie könnte ich nicht? Und deswegen wartet hier noch das ein oder andere Review auf euch. Also zum Beispiel eben so ein komplettes Display, aber eben auch das Starter-Pack, wo ihr dann auch mal wieder was gewinnen könnt, etc. etc. Das heißt, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Und apropos Blue Ocean, ihr habt es wahrscheinlich hier oben links in der Ecke schon bemerkt. Hier steht Werbung. Und dieses Magazin, das will ich hier natürlich auch kennzeichnen, ist mir gesponsert worden vom Blue Ocean Verlag. Deswegen ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ich werde hier natürlich wie immer meine Meinung sagen. Aber das ist, wie gesagt, möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen. Vielen herzlichen Dank an den Blue Ocean Verlag, dass sie mir das hier einfach so zugeschickt haben. Jetzt wollen wir aber auch endlich starten mit dem Unboxing-Prozess und ich möchte hier am Anfang nochmal kurz eine Sache erwähnen, die im Internet immer ziemlich breit getreten wird bei solchen Magazinen. Und zwar, warum, wenn man jetzt das Ganze hier schon wieder in eine Papiertüte packt, warum muss dann hier auch noch eine Plastiktüte drum sein? Und ich kann es euch hier nochmal kurz sagen, das ist natürlich nicht normal. Es ist jetzt nicht in jedem oder jedes Magazin ist jetzt nicht in so einer Plastiktüte eingepackt, sondern nur die Magazine, wo irgendwas drin ist, was rausfällt. Kann, aka ein Trading Card Collection Pack. Also das heißt, das werdet ihr auch bei Ninjago zum Beispiel finden, wenn da so ein Pack drin ist, dann ist immer eine Plastiktüte drum. Das ist ganz normal, das wird auch nur dabei sein und die kann man natürlich jetzt auch nicht unbedingt aus Papier machen, weil es dann aussieht wie eine Wundertüte. Also das würde ich jetzt auch lassen. Deswegen, also deswegen ist hier Plastik drumrum und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan davon, weil das eben ziemlich cool aussieht. Also auch diese bedruckte Verpackung hier oben, das hat einfach so einen mega coolen Flair. Also es darf auch gerne so weitergeführt werden. Ich lege das mal hier drüben hin, weil das werden wir gleich noch brauchen. Da ist nämlich noch eine interessante Information drauf und die müssen wir uns gleich nochmal angucken. Hier haben wir das LEGO Star Wars Magazin Nummer 97. Für 5,99 €, wie gesagt, bekommt ihr hier einen Scout Trooper in der Papierverpackung, eine limitierte Karte und natürlich das Trading Card Collection Pack Serie 4. Jetzt kommt allerdings die limitierte Karte Nummer 26. Wo drüber steht, neue Sammelserie, nur hier neue Sammelserie, LEGO Star Wars limitierte Karte, kommt aus Serie 3. Serie 3, Kartenpack Serie 4. Und das wird hier tatsächlich auf der Packung auch gezeigt. Hier sieht man nämlich, also hier oben steht es natürlich neu und dann steht hier Booster mit 6 Karten und limitierte Karte mit einem kleinen Sternchen. Und das kleine Sternchen, das steht hier aus der LEGO Star Wars Trading Card Collection 3. Genau, weil das hier ist nämlich Trading Card Collection 4, das ist Trading Card Collection 3 und sie haben sich natürlich selber irgendwie da drin ja verwurstelt, indem sie gesagt haben, dass bis zur Ausgabe Nummer 103 oder so noch limitierte Karten der Serie 3 enthalten sein werden. Und das haben sie vor langem schon geplant, da war natürlich noch gar nicht klar, dass jetzt die Serie 4 rauskommen würde. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gemacht.
weil man jetzt natürlich hier so ein bisschen was Übergreifendes hat. Das wird in den nächsten Magazinen nicht der Fall sein. Trotzdem werden viele dabei sein, die aus Versehen diese Karte und auch die kommenden einfach ins Sammelheft der Serie 4 einheften werden. Der erste Blick soll natürlich wie immer einmal ins Heft gehen und deswegen entferne ich hier einmal ganz kurz das Extra. Und zu meiner Überraschung, und zwar jetzt in diesem Moment, das Ganze ist mit nur einem einzigen Blue Ocean Kleber festgemacht. Ich bin tatsächlich sehr erstaunt. Der lässt sich auch einfach abmachen. Deswegen, ich lege das einmal hier oben hin und jetzt werfen wir einen Blick in das Heft selbst. Wir haben natürlich wieder ein paar Comics, ein paar Spiele, ein paar Poster, also das Übliche. Die Comics werde ich wie immer natürlich überblättern, damit ihr, wenn ihr das Heft auch noch haben wollt, euch hier nicht gespoilert fühlt. Ja, am Anfang haben wir natürlich das coole Extra. Ab Seite 28 geht es auch dann tatsächlich um die starke Minifigur, nämlich den Scout Trooper. Hier vorne noch eine Togo-Werbung, genau. Und den Anfang, den überspringe ich hier gerne mal wieder, weil da geht es dann um die Comics. Und die will ich euch dann natürlich auch nicht spoilern. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze im Abo zu bestellen. Ich habe es hier schon oft gesagt. Und an der Stelle muss ich ganz kurz einen Punkt, den ich im letzten Video gesagt habe, nochmal revidieren. Und zwar, ich habe gesagt, dass es immer ein bisschen früher kommt. Das war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Das ist irgendwie eine halbe Woche oder eine Woche zu spät angekommen. Also das war schon ein bisschen komisch. Also deswegen, ihr könnt das bestellen. Ihr kriegt das ein bisschen günstiger. Ihr kriegt auch noch eine Slave One dazu. Also das lohnt sich schon, finde ich auch. Ich habe es, wie gesagt, auch abonniert. Zusätzlich noch zu dem, dass Blue Ocean mir das hier gesponsert hat, habe ich noch ein zweites. Und ja, das könnt ihr eben hier machen unter www.blue-ocean.de/abo. Und normalerweise bekommt ihr das dann ein bisschen früher. Das war jetzt, wie gesagt, diese Woche irgendwie ein bisschen schief gegangen. Ich glaube, die hatten einfach Lieferprobleme und deswegen ging es nicht weiter. So, in der Mitte angekommen, das Comic ist zu Ende, haben wir zwei Poster. Und das eine davon ist von Kylo Ren mit seinem Großvater, nämlich Darth Vader. Und es ist der Wahnsinn. Also ich feiere dieses Poster extrem. Hier steht auch noch in Vaders Schatten Kylo Ren. Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Ding. Und ich würde es super gerne in einen Rahmen einbauen und mit roten LEDs von der Seite beleuchten, weil ich glaube, das sähe mega cool aus. Und dann eben Vader und Kylo Ren noch auf die Seiten stellen. Es ist einfach ein Träumchen. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwas machen. Vielleicht mache ich mich da mal ran. Die andere Seite ist zwar niedlich, aber kommt meiner Meinung nach einfach nicht an das andere Poster ran. Bleib am Ball. Cooler Spruch. Finde ich toll. Also ich mag auch BB-8 natürlich gerne, aber es kommt einfach nicht an dieses coole Kylo Ren vs. Vader Poster ran. Ich meine, es ist der Wahnsinn. Ich finde das einfach toll. Diese Seite, die beschäftigt sich dann komplett mit der Trading Card Serie 4 und wir haben hier unten sogar noch ein kleines Spielchen, wo man dann mitmachen kann, wo ich auch jetzt schon Luke Skywalker hier gefunden habe und da sind bestimmt noch andere Namen mit drin. Die Macht-Edition ist da und das ist eben genau das Ding. Die hat nämlich jetzt einen Namen. Die davor hießen einfach nur Trading Card Collection Serie 1, 2 und 3, wenn es mal fokussieren würde, genau. Und die hier hat tatsächlich eine Edition Namen, die Macht-Edition, das haben sie von Ninjago übernommen, da heißen die ja auch irgendwie immer so in der Richtung. Und deswegen, ja, es gibt ein paar super seltene limitierte Karten. Gucken wir uns alles mit dem Starterpack an. Wie gesagt, ich werde hier gleich nochmal das Ding auspacken, aber dann werden wir uns aufs Starterpack freuen. Hier gibt es noch ein bisschen was zu rätseln und auszufüllen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich sage es ja immer wieder, es ist, ich kann ja nichts machen. Ihr macht auch sowieso Screenshots, wenn ihr das machen möchtet. Ich empfehle euch, das Heft zu kaufen, weil es einfach mehr Spaß macht, das in Persona zu machen. Ich sage es aus Erfahrung, weil ich das mit meiner Freundin immer mache. Deswegen, das ist was Schönes, das kann man gut zusammen machen und so weiter und so fort. Und hier ist dann auch schon unser wunderbares Scout Trooper. Ich wollte gerade Storm Trooper sagen, aber nee, das stimmt natürlich nicht. Und hier ist dann übrigens auch ein kleiner Hinweis. Und zwar, wir haben natürlich hier unsere verschiedenen Scout Trooper, wo die dann überall so waren. Zum Beispiel natürlich hier in dem kleinen Endor-Set und eben auch bei Mandalorian. Und das hier ist auch so ein kleiner Hinweis, wo eben diese Minifigur, die im Heft enthalten ist, eigentlich herkommt. Mehr dazu sage ich eben auch gleich, weil auf der Packung ist das so ein bisschen fälschlich dargestellt. Es gibt auch, wie gesagt, noch welche bei Hoth oder auf Hoth, aber das ist eben nicht der, der hier drin ist. Hier kommt wieder ein Comic, das überspringe ich dann auch einfach mal geflissentlich. Hier hinten gibt es wieder ein paar coole Malereien von Fans und ich bin echt neidisch. Ich würde auch gern so gut zeichnen können. Vor allem hier auch, der ist richtig gut gelungen. Auch der Boba Fett, ich finde den klasse. Wenn jemand von euch den David Elf aus München kennt und der mir unbedingt dieses Poster zu, ich möchte das einrahmen. Er kann mir auch eine Kopie davon schicken. Ich finde das richtig toll. Ich feiere das extrem. Ich mag das. Auf der rechten Seite gibt es wieder ein bisschen was zu gewinnen. Da muss man dann einmal das Heft bewerten, was man davon eben gerne mag und was man da nicht so gerne mag. Also es gibt auch ein paar äußere Fragen, also was für Charaktere der dunklen Seite man zum Beispiel gerne mag. Und ich bin ein bisschen erstaunt, weil hier steht Darth Vader gar nicht drauf. Das ist sehr interessant. Ich hätte gedacht so, okay, Vader ist jetzt so Platz 1 der dunklen Seite, aber nö, der ist da gar nicht mit aufgeführt. Spielst du Lego Star Wars Videospiele?
Nicht mal ein paar Mal. Hast du folgende Magazine schon gelesen und so weiter und so fort? Wirst du die neuen Karten der LEGO Star Wars Trading Card Serie 4 sammeln? Kenne ich nicht. Das, ja, glaube ich auch, genau. So, und damit kommen wir zum spannenden Part dieses Heftes und wahrscheinlich auch für euch eben sehr, sehr interessanten Part, weil mal wieder ein Extra aus den Prequels dabei ist. Und ihr habt jetzt vielleicht auch schon die ein oder anderen Leaks von dem Ding gesehen, weil tatsächlich irgendjemand das vor einem Monat auch schon in der Hand gehalten hat, tatsächlich die Papiertüte davon. Ich will es euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Das nächste Extra im Heft Nummer 98 und damit nur zwei Ausgaben vor der Ausgabe Nummer 100 ist ein ATTE. Am 15. Juli bekommen wir den wahrscheinlich wieder für 4,99 Euro. Ich hoffe es zumindest nicht, dass wir noch bei den 5,99 Euro bleiben. Das Ding ist ganz süß. Ich muss ein bisschen sagen, dass ich das irgendwie nicht so schön finde. Also ich werde mich natürlich überraschen lassen, wie das Ganze dann aufgebaut aussieht. Aber so vom ersten Bild sieht mir das etwas zu breit aus. Und das haben sie ja drauf, die Dinger dann irgendwie doch ein bisschen zu oktagonal zu machen. Oder wie auch immer das dann heißt als Sechseck. Und deswegen, ich hoffe, dass es schön aussieht. Ich werde mich überraschen lassen. Die Farben sind auf jeden Fall der Wahnsinn. Dieses Dunkelrot nochmal zu kriegen in Menge, sage ich auch mal, in so einem kleinen Modell, ist dann ziemlich cool. Wir bekommen natürlich eine limitierte Karte Nummer, also Collection Serie 3, Nummer 27, ist dann die vorletzte irgendwie, die wir noch bekommen. Zwei Mega-Poster, Boba Fett ist auch wieder mit dabei, nichts besonders Spannendes. Aber ich hoffe, dass der einfach schön aussieht, weil es einfach mal wieder ein tolles, baubares Extra von den Prequels ist. Dann kommen wir aber auch schon zur Minifigur selbst, nämlich dem Scout Trooper. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach mega froh, dass der hier im Heft mit drin ist. Wir haben super wenig Scout Trooper in der letzten Zeit bekommen. Das letzte Mal war eben in diesem Diorama-Set für 70, 80 Euro. Und nur deswegen jetzt eben für den Scout Trooper das Ding zu kaufen, das lohnt sich nicht. Das davor war das 4-Plus-Set, was einfach wahllos überteuert war. Und deswegen jetzt für 6 Euro wirklich so einen Scout Trooper zu bekommen und sich auch so viele kaufen zu können, wie man möchte, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Die Figur hat normalerweise jetzt um die 8 Euro und 9 Euro gekostet und jetzt kriegen wir für 6 Euro einfach so viele, wie wir möchten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe. Der Scout Trooper ist tatsächlich nicht der, für den ihr ihn haltet. Das ist nämlich weder der Scout Trooper aus dem kleinen 4 Plus Endor Set, den wir ja hier bekommen könnten, weil hinten ist Endor abgebildet, noch ist es der Scout Trooper aus dem Endor Set, was jetzt gerade erschienen ist, nämlich dem Diorama, sondern es ist der Scout Trooper aus dem Adventskalender bzw. der normalen Razor Crest. Der hat einfach einen anderen Kopf, das ist das Einzige, was ihn unterscheidet. Also wenn er den Helm niemals abnimmt, wird das niemals auffallen. Ich wollte es aber kurz erwähnen, dass es tatsächlich die Figur eben aus dem Adventskalender und aus der Razor Crest ist und nicht aus einem der beiden Dioramen. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau warum. Übrigens ist mir bei dem extra besonders viel aufgefallen, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Druck und zwar zum Beispiel, dass das Ganze nach rechts oder links verschoben ist. Zum Beispiel bei dem Heft hier, da ist links einfach ganz viel Platz, also da sollte hier links nur ein bisschen sein und rechts ist einfach gar keine weiße Fläche. Das Unboxing sollte wieder super einfach sein, weil man hier hinten einfach die Papiertüte aufmachen kann oder aufreißen kann. Der Kleber geht ja relativ einfach auf. Ich hoffe, bei mir fehlen keine Teile, weil ich auch schon von Leuten gehört habe, dass da eben ein paar Teile gefehlt haben. Und wir kippen es einmal aus und ich muss gleich ein bisschen kreativ sein. Oh, wo sind meine Beine? Bitte sag mir, ich habe Beine. Oh, ich habe Beine, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, hier fehlen die Beine, das wäre sehr schade. Ich muss gleich ein bisschen kreativ werden, weil ich meinen Drehteller für die Minifiguren noch nicht mitgebracht habe. Und deswegen muss ich euch die gleich irgendwie anders vor die Nase halten. Fürs nächste Video habe ich die aber hoffentlich dann hier. Und ich gebe es ja zu, der Scout Trooper sieht einfach wunderbar aus. Das ist wirklich die beste Minifigur von einem Scout Trooper, die wir jemals bekommen haben. Und er ist einfach so detailliert. Es ist einfach eine tolle, tolle, tolle Figur. Und deswegen würde ich auch empfehlen, wenn ihr den wirklich haben möchtet, wenn ihr den noch nicht zu Hause habt oder zu wenig davon habt und gerne eine Scout Trooper, Stormtrooper Armee haben möchtet, dann ist jetzt eben der Zeitpunkt, um hier zuzuschlagen. Die Figur ist der Wahnsinn. Wie gesagt, das Einzige, was sie wirklich unterscheidet von anderen Minifiguren vom Scout Trooper, ist dieser Kopf. Das ist nämlich der Kopf von Lex Luthor. Den hatte der damals schon, oder Loki, glaube ich, auch. Und den haben wir auch schon ganz oft bei Star Wars gefunden, bei irgendwelchen Rebellen oder so. Es ist kein seltener Kopf. Es ist auch keine seltene Minifigur. Wie gesagt, ungefähr 8 bis 9 Euro müsstet ihr für diese Figur bezahlen. Es ist aber, wie gesagt, nichts Spezielles. Wenn ihr den Helm drauf lasst, dann ist das ein ganz normaler Stormtrooper. Scout Trooper natürlich. Wir haben einen kleinen Blaster mit dabei, tolle Details auf den Beinen und natürlich auf der Rückseite des Torsos und den Helm, den finde ich immer noch eins der absolut tollsten Teile von LEGO Star Wars, die jemals rausgekommen sind. So, nach Heft und Minifigur bleibt uns jetzt natürlich nur noch eine Sache zu bestaunen und zwar die LEGO Star Wars Trading Card Collection Serie 4, aka die Machtedition. Und ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen gezeigt, ich habe hier extra mal alle Packs von Vader rausgesucht. Also wir haben hier Serie 1, die sah ja noch komplett anders aus, war auch in Folie eingepackt.
Packen war eben so ein bisschen knisterig. Da waren 5 Karten pro Pack drin und jedes Pack hat eben 1 Euro gekostet. Die Serie 2 erschien dann, ich glaube, 2019 und hatte dann auch wieder 5 Packs mit drin, war auch aus Folie, war aber komplett in Weiß gestaltet. Das hier war die erste Serie in Papier, die kam 2022, also die ja, kam letztes Jahr eben raus, war auch mit 5 Karten pro Pack ausgestattet und dann gab es eben diese hier oder gibt es die hier und das ist die erste Serie von Lego Star Wars zumindest mit 6 Sammelkarten für dich als Einzeltütchen unverkäuflich. Wir haben 6 Tüten hier mit drin und jedes Pack kostet 1,50 Euro. Mit Inflation finde ich das absolut berechtigt, das ist okay. Wir werden uns, wie gesagt, diese Karten ganz genau anschauen und vor allem den Detailgrad. Die anderen Karten, das habe ich aber in der letzten Zeit auch schon mal gesagt, die sehen relativ ähnlich aus und die haben nicht viel Unterscheidungsgrund. Jetzt, wenn man die Karte von Serie 3 auspackt, dann könnte die auch zu Serie 1 gehören. Das ist bei denen hier komplett anders. Die sehen absolut neu aus und ich bin mega gespannt. Ich habe natürlich schon ein paar Bilder online gesehen, deswegen ganz gespannt bin ich nicht mehr, aber ich freue mich einfach so mega, dieses Pack hier auszupacken und zu sehen, was für tolle Karten ich drin habe. Es gibt übrigens, wie ihr sehen könnt, können wir uns auch noch mal ganz kurz angucken, ein paar Standardkarten, Charakterkarten und so weiter und so fort, aber auch ein paar Holofolienkarten, dunkle Seitekarten, Ultrakarten in jedem 5. Booster und Twin-Karten in jedem 4. Booster und vor allem 4 Goldkarten in jedem 25. Booster. Und das ist wahnsinnig. Man kann insgesamt 318 Karten sammeln. Ich freue mich aber natürlich am meisten, falls ich hier irgendwann mal eine Goldkarte rausziehen darf. Das ist der Wahnsinn. Die sehen nämlich richtig, richtig toll aus. Und jeder, der davon eben eine in der Hand halten darf, der darf sich auch glücklich schätzen. Und ich würde sagen, wir drehen das Ganze einfach mal um. Wir haben, das sieht aus wie eine von diesen dunkle Seitekarten, glaube ich, hießen die. Genau, ist, ich glaube, dunkle Seitekarten oder so. Nämlich der Inquisitor, der Großinquisitor sogar. Die ist Karte Nummer 101. Wow, sieht die wahnsinnig toll aus. Also ich bin ein großer, großer Fan. Wir haben hier natürlich super coole neue Minifiguren. Und jetzt wisst ihr, was ich mit dem anderen Design meine. Die anderen Karten sahen komplett anders aus. Ich werde hier nochmal einen Vergleich mit allen 4 Serien machen. Aber das hier ist wirklich der Wahnsinn. Jabba the Hutt haben wir mit dabei. Einen Ablek, also einen von den Rittern von Ren. Dann haben wir einen Y-Wing. Der ist ein, ich weiß nicht, ob das Sterne sein sollen oder aber einfach die, der Kontrast ein bisschen zu hoch gemacht wurde hier bei dieser Karte. Keine Ahnung. Hier ist auch noch ein grüner Laserfeuer. Den kann man da quasi erkennen. Der ist aber gar nicht mit auf dem Bild drauf. Na, sowas. Hier haben wir noch Boba Fetts Palast. Entschuldigung, Boba Fetts Thronsaal natürlich. Es ist kein Palast. Und dann haben wir das Duell auf Bespin, was extra schräg gedruckt wurde, damit es auch auf die Karte passt. Alles in allem bin ich ein großer, großer Fan. Die wirken auch so wertig. Also auch dieses matte Schwarz. Es ist einfach wahnsinnig. Auch mit diesem Muster da drauf. Ich bin ein riesiger Fan davon. Also, ich werde hier demnächst nochmal ein paar auspacken. Freue mich da riesig drauf. Guckt da auf jeden Fall gern vorbei. Und noch viel wichtiger, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Karten bei euch im Gratis-Pack aus dem Magazin drin waren. Mein Fazit, auch wenn das Ganze ein bisschen chaotisch ist, freue ich mich mega über das Magazin. Die Minifigur ist einfach der Wahnsinn und davon eben nochmal so 1, 2, 3 neue zu bekommen, die einfach in seine Sammlung aufnehmen und sich drüber freuen zu können, ist einfach was Tolles. Ich freue mich jetzt schon drauf, das ganze Teil hier eben irgendwann in einer Wundertüte erwischen zu können, zusammen mit vielleicht einem 501. Klon oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas wird dann der Fall sein. Ich freue mich drauf, das eben auch nochmal ein bisschen günstiger zu bekommen. Bis dahin, 5,99 ist absolut kein großer Deal. Wie gesagt, die Figur hat vorher so 9 Euro gekostet. Wir haben die tollen neuen Karten mit dabei. Auch da freue ich mich sehr drüber, die einfach mal austesten zu können und so einen kleinen Blick drauf zu werfen und vielleicht sogar die Chance auf einen goldenen oder eine goldene von diesen 4 Karten zu bekommen, die hier drin sein könnten. Das Einzige, was mich wie gesagt sehr, sehr stört, ist, dass hier immer noch die Trading Card Serie 3 ihr Revival feiert. Ich glaube, man hätte es lösen können, indem man dann vielleicht die letzten restlichen Karten in einem der letzten Magazine alle einfach reingepackt hätte und das Ganze um 1 Euro erhöht hätte. Das wäre vielleicht nochmal schöner gewesen, weil man dann diesen Übergang nicht gehabt hätte zwischen den Karten der Serie 4 und den limitierten Karten der Serie 3, die man jetzt aber absolut nirgendwo mehr kaufen kann. Aber was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ihr eben dazu sagt. Zum einen natürlich zur Minifigur, aber eben auch zur Lego Star Wars Trading Card Serie 4 aka die Machtedition. Wie gesagt, ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und schaut euch unbedingt auch dieses Video an und macht unbedingt auch beim Gewinnspiel mit. Das ist nämlich heute Abend vorbei. Damit danke ich euch jetzt herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.